Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr seht schon, bei mir liegen ganz viele Einladungskarten zur Kommunion und ich denke, das ist vielleicht gerade ein aktuelles Thema für euch. Vielleicht braucht ihr ja auch Einladungskarten oder Kartenideen und deswegen habe ich gedacht, bastle ich heute einfach eine mit euch und zeige euch am Ende des Videos auch noch ein paar Ideen und vielleicht noch Sachen, die ihr ein bisschen anders machen könnt. Genau, also ich habe mir gedacht, ich habe jetzt hier schon ein paar vorbereitet. Diese Karte ist für ein Mädchen, das aber sehr gerne Blautöne mag. Also ihr könnt es natürlich in jeder Farbe gestalten. Aber ich finde, es ist eine total schöne Farbkombination und so sieht die Karte aus. Die ist also relativ schlicht, jetzt nicht total überladen und auch eine Karte, die man, ja, wo man eigentlich relativ schnell machen kann. Wenn ihr jetzt noch Bastelanfänger seid und zum Beispiel keine Stanz- und Prägemaschine habt, könnt ihr die Karte trotzdem basteln. Da zeige ich euch im Video immer ein paar Ideen, wie ihr das anders gestalten könnt. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und ich zeige euch, was ihr alles an Material braucht. Und zwar halte ich euch wie immer die Bestellnummern von den Farbkartonen oder von den Materialien immer kurz ins Bild. Wenn ihr die braucht, könnt ihr Pause klicken und ansonsten überseht es einfach. Ihr braucht einmal Farbkarton in Flüsterweiß, einmal Farbkarton in Jade und in Bermuda-Blau habe ich jetzt die drei Farben ausgewählt. Wie gesagt, wenn ihr es in einer anderen Farbe machen wollt, dann könnt ihr das natürlich variieren. Und dann schneiden wir uns jetzt die verschiedenen Teile zu. Das sind die Maße, die ihr braucht und die erkläre ich natürlich auch gleich. Also ich fange jetzt einfach mal an mit dem Stück in Bermuda-Blau. Also das ist meine Grundkarte. Und das Erste, was ich mache, ich nehme jetzt ein ganzes A4-Papier. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir das falze, damit ich zwei Karten aus einem Papier rausbekomme. Das heißt, ich schnappe mir meinen Papierschneider und lege mir jetzt mein Papier an der kurzen Seite, also die schmalere Seite, ein, bei 10,5 cm. Das ist also die Hälfte von 21 cm. Und falze mir das einfach mit der hellen Klinge einmal anständig durch. Dann drehe ich mir das Ganze so rum, dass jetzt meine lange Seite oben liegt. Und schneide mir das Ganze zu bei 14 cm hier. Lege ich es mir an und schneide mit der dunkleren Klinge einfach bei 14 cm einmal durch. Und das zweite Stück, das drehe ich mir einmal rum, dass meine Schneidekante wieder rechts liegt und schneide ich das einmal weg. Und schneide es mir auch nochmal zu, nochmal bei 14 cm hier oben. Dann habe ich ein bisschen Restpapier und bekomme aber aus einem Papier zwei Karten, die das Maß haben 10,5 x 14 cm, also ein ganz normales, typisches Kartenmaß. Dann lege ich den Papierschneider kurz auf die Seite und falze mir jetzt mit dem Papierfalter, ich hoffe, man kann die Bestellnummer noch lesen einigermaßen, falze ich mir jetzt einfach mal die Karte so um. Und wichtig zu beachten, immer diese kleine Bergfalz, also ich habe es hier schon gemacht, aber hier seht ihr das vielleicht. Oh, das sieht man ganz schlecht. Also es gibt eine Falz, die ein bisschen so einen kleinen Hügel macht und eine, die so ein bisschen nach unten geht. Die geht jetzt nach unten und wenn ihr es vor euch habt, dann seht ihr das gut. Diejenige, die so ein bisschen einen Hügel macht, die muss nach innen. Man nennt es diese Bergfalz und die falze ich mir jetzt innen rein. Und so habe ich eine schöne Grundkarte und habe eben gleich zwei Karten. Wir brauchen jetzt im ersten Moment nur eine. Genau, falze ich mir schon nach und jetzt habe ich eben schon die Grundkarte und kann mir die mal auf die Seite legen. Und dann schneide ich mir das nächste Papier zu. Das ist jetzt das hellere Blautonfarbe, die hellere Blautonfarbe, das ist Jade. Und das schneide ich mir zu auf 13,5 x 5 cm, also 5 cm in der Breite. Und in der Länge auf 13,5 cm. Hier wieder anlegen und schneiden. Das ist eben jetzt mein Farbkarton. Und dann brauche ich noch zwei Papiere in Flüsterweiß und ein Restpapier in Bermuda-Blau. Das Bermuda-Blau lege ich nochmal kurz auf die Seite. Wenn ihr jetzt keine Stanzmaschine habt, weil ich stanze mir jetzt das gleich aus, also ihr seht es, an dieser habe ich schon gemacht, da ist diese kleine Stickmuster drinnen. Wenn ihr das jetzt nicht habt, könntet ihr euch einfach zwei Stück Papier in Weiß zuschneiden auf das Maß 4,5 x 8 cm, das ist das kleinere, und das größere für die Karteninnenseite ist dann 8,5 x 12 cm. Also nur falls ihr keine Maschine habt, könnt ihr die Karte eben wie gesagt trotzdem basteln. Ich werde mir das jetzt aber ausstanzen und zeige euch natürlich gleich, wie das funktioniert. Dazu hole ich mir mal die Stanzmaschine ins Bild. Und wie gesagt, bei der kleineren habe ich es schon gemacht und das größere Restpapier, das stanze ich mir jetzt aus. Und dafür benutze ich jetzt die bestickten Rechtecke.
und habe mir da ausgesucht, von der Größe ist es das zweitgrößte. Und von dem kleinen Etikett, das ich für die Vorderseite der Karte schon ausgestanzt habe, da habe ich mir das drittkleinste rausgesucht. Falls ihr das genauso machen möchtet. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch an den Maßen orientieren, die ich euch gesagt habe, so groß sind diese Blätter ungefähr. Und das wird einfach einmal durchgestanzt. Die Auflagefläche unten ist einmal die Grundplatte, die dünne Platte, eine Acrylplatte, das Papier, die Stanzform und nochmal die Acrylplatte drüber. Und wenn das jetzt ein bisschen so, also am besten immer hier oben festhalten, ein bisschen knackst, ist ganz normal. Das liegt einfach daran, weil das Papier natürlich gestanzt wird mit Druck. Und da habt ihr dann, wenn ihr das aus der Form nehmt, so einen richtig schönen Stickrahmen außenrum. Das macht das Ganze halt noch ein bisschen eleganter. Aber wie gesagt, man kann es natürlich auch ohne machen. Und was ich jetzt auch direkt mache, wenn ich die Stanzmaschine schon da habe, ist, ihr seht es jetzt hier im Hintergrund, ist es geprägt. Also es ist ein geprägtes Papier. Das hat einfach auch nochmal eine kleine Feinheit und einen kleinen Hingucker. Und das mache ich jetzt natürlich auch gleich mit der Maschine. Aber wenn ihr das nicht habt, zeige ich euch auch gleich eine Idee, wie ihr es anders machen könnt. Ich brauche jetzt nochmal mein Papier in Jade. Und ich habe hier auf dieser Karte mit einer älteren Prägeform gearbeitet. Das ist diese Blütenprägeform. Vielleicht habt ihr die ja noch zu Hause. Wieder ist das. Falls nicht, ist egal. Ihr könnt natürlich auch schauen, was wir gerade aktuell im Sortiment haben. Ich arbeite jetzt mit den schönen Schnörkeln. Die haben wir im Sortiment noch. Und da lege ich mir das einfach so ein. Man muss da gar nicht viel beachten. Wenn ihr natürlich mehrere Karten macht, dann könnt ihr gleich zwei Streifen nebeneinander legen und die zusammen durchkurbeln. Dann geht es auch schneller für euch. Dann habe ich hier die Auflage Grundplatte, die dicke Grundplatte, dann eine Acrylplatte, mein Papier, meine Auflagefläche mit Papier, das ist mir natürlich wieder verrutscht, und eine Acrylplatte drüber. Das heißt, wenn wir prägen, brauchen wir diese dünne Prägeplatte nicht. Die kommt raus, ansonsten ist alles gleich. Und es wird dann auch einmal durchgekurbelt, wieder hier oben nehmen, und da merkt ihr dann schon, es geht viel leichter. Beim Prägen ist es oft so, dass es ein bisschen leichter durchgeht durch die Stanzmaschine. Okay, und dann kann das schon mal weg. Und ihr habt jetzt, wenn ihr das rausnehmt, ein wunderschön geprägtes Papier, das auf der einen Seite nach oben geht und auf der anderen Seite nach unten. Also ihr könnt verwenden, was euch besser gefällt auf der Karte. Ist also egal, was euch besser gefällt, könnt ihr verwenden. Und wenn ihr, wie gesagt, keine Prägemaschine habt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach mit einem Designerpapierstreifen machen, das halt vielleicht die gleichen Farbtöne hat, so ein bisschen blaue Töne jetzt in dem Fall. Hier ist jetzt das Papier, das kann ich euch einblenden, wie das heißt. Das hat eben im Hintergrund auch so schöne Blautöne, das würde jetzt da auch ganz gut passen. Und wenn ihr das auf die gleiche Größe schneidet, dann habt ihr das gleiche, die gleiche Karte eben nicht mit geprägtem Papier, sondern mit bisschen Designerpapier. Zeige ich euch nachher, wenn es fertig ist, halte ich es euch mal hin, wie das dann aussieht. Okay, und jetzt haben wir schon ganz viele Teile. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unser Etikett bestempeln und dann können wir schon ans Zusammenbauen gehen. Und dafür arbeite ich jetzt tatsächlich mit einem alten Stempelset. Und zwar sind es die Segensfeste. Hier seht ihr die. Segensfeste heißen die. Das ist für mich ein universal immer einsetzbares Stempelset und es ist leider ganz schade, dass es das nicht mehr gibt, gerade im aktuellen Katalog von Stampin' Up. Aber vielleicht könnt ihr es noch irgendwo ergattern. Ich weiß, das ist sehr begehrt, aber naja, es ist auch wunderschön und ich benutze es einfach total gern und ich habe auch keine Einladung oder keinen Kommunionsspruch, wo ich so schön finde von der Schrift wie dieses Stempelset, deswegen benutze ich das heute. Falls ihr das aber gar nicht bekommt oder auch nicht kaufen möchtet extra, dann könnt ihr natürlich auch einfach Einladung zur Kommunion selber draufschreiben. Oder vielleicht habt ihr nur einen Einladungsstempel, da macht ihr hier einen schönen Einladungsstempel drauf und schreibt dann innen rein zur Kommunion oder so. Das kann man ja auch mit der Hand schreiben. Ich kann das euch mal hier in dem Beispiel zeigen. Ah nee, ich kann es euch einblenden, ich habe auch mal Karten gemacht, da hatte ich noch keinen Stempel. Ich blende euch jetzt da mal ein Bild ein, da habe ich es auch mit der Hand geschrieben, das funktioniert genauso. Falls ihr das aber habt, könnt ihr gleich direkt mitbasteln. Ich nehme jetzt die Farbe Bermuda-Blau und stempel mir einmal Einladung zur Kommunion. Also das sind zwei verschiedene Stempel. Die habe ich mir einfach schon auf dem Stempelblatt aufgezogen und das stempel ich mir jetzt einfach schön ab auf meinem Etikett für vorne drauf. Versuchen, dass es einigermaßen gerade ist. Kurz das ein bisschen einwirken lassen, dass die Farbe ins Papier ziehen kann.
Und dann habt ihr einen schönen Stempelabdruck und müsst natürlich nicht so viel schreiben. Was ich dann noch mache zur Verzierung von dem Ganzen, sind ein paar kleine Blüten aufbringen. Das ist jetzt meine kleine Blüte. Diese Blüte, die könnt ihr später noch bestellen, also die wird in den neuen Katalog kommen. Aber jetzt im Moment, also zwischen Januar und März 2020, gibt es die gratis ab einem Bestellwert von 120 Euro. Zur Bestellung könnt ihr euch die aussuchen. Ist total toll und ist ein super Angebot. Wie gesagt, ab 120 Euro könnt ihr euch die aussuchen aus der Celebration. Und da stand sich mir einfach 3 Stück auf, das habt ihr gesehen. Und jetzt haben wir schon alle Teile für unsere Karte. Und dann geht es eigentlich schon ans Zusammenkleben. Ich nehme jetzt den Flüssigkleber und fange zuerst mal an, mir dieses große Element innen reinzukleben in die Karte. Ihr braucht auch gar nicht viel Kleber, seht ihr das? Also ich trage da wirklich nur eine ganz, ganz dünne Schicht auf und klebe mir das jetzt innen rein in meine Karte. Versucht dann einen schönen Rahmen zu machen. Das ist eben das Gute beim Flüssigkleber, da könnt ihr nur ein bisschen ruckeln, dass halt hier außenrum ungefähr ein gleicher Rahmen entsteht. Und dann kommen wir schon an unsere Frontseite. Hier könnt ihr euch jetzt überlegen, was euch besser gefällt. Gefällt es euch besser, wenn das so nach oben steht oder nach unten? Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich es nach oben stehen lasse, also diese Prägung. Das steht jetzt nach oben oder eben so nach unten. Ich zeige euch nachher noch eine Karte, wo ich es nach unten geklebt habe. Halt, bevor ich das aufklebe, zeige ich euch jetzt noch die Variante mit Designerpapier. Wenn ihr euch also Designerpapier ausschneidet und das Ganze dann so draufkleben würdet, würde die Karte in etwa so aussehen. Und ich finde, das sieht auch sehr schön aus. Und auch wenn man jetzt die Blümchen weglassen würde, die Farben beibehält, könnte man das eben auch super als Einladung zur Kommunion für einen jungen Mann machen. Wäre doch auch total schön, oder? Genau. Ich klebe mir jetzt mein geprägtes Papier auf. Auch wieder mit Flüssigkleber. Und setze mir das so ein bisschen auf die linke Seite von der Frontseite. Doch dass das Papier ein bisschen geprägt ist, drückt da ruhig noch ein bisschen drauf, dass der Kleber sich schön verteilt, damit es schön flächig anklebt. So, und dann nehme ich mir einfach Dimensionals und klebe mir die auf die Rückseite von meinem Etikett. Ich mache da jetzt 3 Stück drauf, einfach, dass es auf der ganzen Seite schön erhaben hochsteht und nicht irgendwo eine Dulle nach unten macht. Ihr könntet euch die natürlich auch auseinanderschneiden und dann noch ein bisschen besser darauf verteilen. Und dann klebe ich mir das Etikett so an, wie es mir gefällt einfach. Also das ist alles so Auge mal Pi. Und nehme mir auch gleich noch mal einen Reststreifen, den ich ein bisschen einkürze und klebe mir den unter eine meiner Blüten. Bevor ich das aufklebe, mache ich das noch so, dass ich mir die Blüte schnappe, mir die so in die Hand lege und einfach einmal ein bisschen drauf drücke, so. Weil dann geht die so ein bisschen nach oben. Seht ihr, die hat jetzt so eine richtige Form. Und das, finde ich, macht sich immer total gut bei den Blüten, wenn die einfach nur ein bisschen gewölbt sind und nicht so ganz gerade da rumliegen. Also einmal einfach in die Mitte reindrücken. Und dann könnt ihr euch einfach mit einem Punkt Flüssigkleber hinten drauf die 2 anderen Blüten noch befestigen. Halt eine hier unten hin und eine hier oben hin. Und habe dann hier so ein bisschen Dimension auf der Karte. Ein bisschen darauf achten tue ich hier unten, dass die Karte nicht über die Ränder raussteht, weil die soll ja später noch ins Kuvert passen. Okay, und dann ist die Karte im Prinzip schon fertig. Was ich jetzt natürlich noch mache, ist, dass ich mir noch ein paar Glitzersteine nehme. Die haben diese Bestellnummer und da kann man dann einfach noch ein paar Steine hier schön drüber verteilen. Ich nehme jetzt da die ganz großen, also ich habe da verschiedene Größen drauf. Ich fand jetzt für die große Blüte passen die großen Glitzersteine da total super. Und schon ist die Karte fertig. Ihr seht jetzt mal einen Vergleich, da sind jetzt eben verschiedene Prägehintergründe, aber ansonsten sind die Karten genau gleich aufgebaut. Und innen ist es auch nochmal schön Platz zum viel Text schreiben. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar andere Ideen und auch vielleicht so die männliche Idee.
So, und ich bastel mit euch jetzt auch nochmal die zweite Variante und habe da noch eine andere Idee für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache jetzt das Ganze eben mit dem Designerpapier, bleib so in den Blautönen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel für einen jungen Mann die Einladung basteln wollt, dann könnt ihr das eben genauso machen. Und ich tue jetzt hier einfach nur Flüssigkleber auf mein Papier aufbringen und ich bringe mir jetzt diesen Streifen in der Mitte an. Also nicht mehr an der Seite, so wie gerade eben, sondern ich mache das jetzt so mittig. Ich mache mir das mal zu, dann sieht man das irgendwie, finde ich, besser. Und jetzt bringe ich mein Etikett, das habe ich mir jetzt nochmal schnell gemacht. Das klebe ich mir jetzt in der Mitte auf, auch. Einfach, dass das Ganze so eine leichte Kreuzform bekommt, also so ein bisschen nach oben. Und jetzt habe ich hier so die Variante für einen jungen Mann, die wirklich sehr schnell gemacht ist. Da ist jetzt auch nicht viel Bling-Bling dabei oder so. Und habe hier noch diese Kreuzform, die finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich habe das Ganze hier auch nochmal in der Mädchenvariante gemacht, auch wieder mit geprägtem Hintergrund. Ich finde, das ist einfach eine Karte, die sehr schön schlicht ist. Also gerade für den jungen Mann finde ich die jetzt ganz toll, weil die eben, es ist, finde ich, für Jungs immer ein bisschen schwieriger zum Basteln, weil man da halt keine Sternchen und keine Blümchen und keine Glitzersteine drauf anbringt in der Regel. Deswegen finde ich diese Variante sehr schön und sehr schlicht. Und für Mädchen kann man es genauso in der Kreuzform machen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier wieder mit geprägtem Hintergrund und mit ein paar Blümchen drauf. Also vielleicht ist das noch eine tolle Idee für euch, wie ihr das auch anders gestalten könntet. Und dann habe ich noch eine Idee für euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel die bestickten Rechteckrahmen nicht habt, sondern die bestickten, raffiniert bestickten Rahmen, kann ich euch auch zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Und zwar, also man kann sich es jetzt ungefähr vorstellen, ich hoffe, ihr seht es den Rand nicht so ganz. Ich wollte es euch eigentlich zeigen, bevor ich es aufklebe, aber wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe noch eine Variante, wo ich es euch zeigen kann. Ja, also hier wäre jetzt noch die Variante mit dem anderen Etikett. Ist jetzt nicht aufgeklebt, aber ihr könnt euch das besser vorstellen, wie das aussieht. Und das könnte man auch als Kreuz in der Mitte aufkleben, so. Aber ich muss schon sagen, ich tendiere sehr zu diesem Rechteckigen. Mir gefällt es sehr gut im Rechteckigen. Aber ich wollte es euch so auch mal zeigen, dann habt ihr noch ein bisschen einen Vergleich. Und dann zeige ich euch einfach noch eine andere Idee. Und zwar ist das auch eine Einladungskarte, jetzt natürlich ziemlich klar deutlich für ein Mädchen, weil es halt einfach in lila Tönen gehalten ist. Hier ist aber die Idee auf jeden Fall, dass man den Stempel natürlich auch in unterschiedlichen Farben aufstempeln kann. Dass man das Ganze vielleicht auch eben nicht hochkant, sondern quer macht. Hier innen ist auch noch ein bisschen gestempelt. Und hier ist auch der Hintergrund geprägt, auch mit einer älteren Prägeform, aber das könnte man natürlich auch anders lösen. Oder man macht hinten einfach nochmal ein größeres Oval hin mit Designerpapier. Also man kann die Karten einfach auch umwandeln. Hier ist auch noch ein kleines bisschen gestempelt am Rand. Und mit ein bisschen Glitzersteinen ist das vielleicht auch noch eine ganz tolle Idee als andere Art für Kommunionskarten. Und diese Karte, die habe ich euch mal gezeigt. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Das ist eine Einladung zur Taufe. Die ist also fast oder ein bisschen ähnlich vom Prinzip aufgebaut. Da ist halt noch ein bisschen eine andere Mattung im Hintergrund. Mit Kreisen gearbeitet. Das Einladung zur ist ausgeschnitten und ein bisschen abgeschrägt hier an der Seite. Und ja, das wäre zum Beispiel vielleicht auch noch eine Idee für euch mit dem gleichen Stempelset. Ist das jetzt natürlich alles gearbeitet. Also alles mit den Segensfesten, weil es einfach mein Favorit ist, total. Und ich kann auf das nicht verzichten, muss ich sagen. Also ich finde das super. Falls ihr es also irgendwo entdecken könnt und euch organisieren könnt, dann kann ich es euch nur wärmstens empfehlen. Ihr Lieben, ich habe noch einen ganz kleinen Einspieler in das Video, weil ich gerade dabei bin, noch ein kleines Geschenk zu basteln zum Thema Kommunion. Wenn jetzt jemand auf der Suche ist nach einem kleinen Geldgeschenk, könnte er zum Beispiel diese Verpackung super basteln. Und deswegen zeige ich euch die jetzt einfach schnell. Also die ist jetzt natürlich mit älteren Produkten, älterem Papier und so. Aber von der Grundidee könnt ihr die auf jeden Fall super anwenden und auch verschenken, wenn ihr eben Geld verschenken wollt. Und zwar habe ich hier einfach so eine kleine Tasche gemacht mit einer Banderole außenrum. Kleiner Wunscherfüller heißt es hier draußen, dann kann man das aufmachen. Übrigens gibt es zu dieser Kartenform, also die habe ich schon mal mit euch gebastelt, ein Video, das verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i, da könnt ihr das genau nachbasteln. Es gibt auch eine kleine Veränderung, also wenn ich das jetzt hier so aufmache, seht ihr das, dann ploppt hier dieses Kuvert hier so auf. Ich habe hier unten einen Frosch hingestempelt, weil es natürlich ein paar Kröten gibt sozusagen. Hier ist herzlicher Glückwunsch zu deiner Kommunion verarbeitet, also das kann man dann so vor sich hinstellen. Und hier ist so ein kleines, mini kleines Kuvert drin, das kann man rausnehmen, kann dann natürlich das Geld gut unterbringen. Mit einem kleinen Magnet wird das Ganze verschlossen und kann das hier wieder reinbauen. So ist es einfach ein ganz süßes
schön verpacktes Geldgeschenk, das man ganz toll verwenden kann. Und man könnte hier natürlich auch ganz super eine Gutscheinkarte reinmachen. Man muss auch kein Kuvert unbedingt machen. Man könnte jetzt hier einfach auch ein paar Scheine schön falten. Man kann ja zum Beispiel Geld auch als Herz falten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man hier auch zwei Herzen schön unterbringen könnte. Also das könntet ihr vielleicht auch als Idee nutzen. Diese Karte ist jetzt wieder für jemand anders, deswegen ist es jetzt eben farblich nicht passend, aber das könnt ihr natürlich dann ausrichten. Wenn ihr zum Beispiel eine Glückwunschkarte machen wollt aus meiner ersten Idee für die Kommunionskarte und dazu noch ein Geldgeschenk, dann könntet ihr das nachbasteln und könntet es dann so auch wunderschön verschenken. Und wer eben möchte, kennt auch noch ein kleines Kuvert, so wie ich jetzt machen und kann das hier reinmachen. Und dann kann man das ganz süß verschenken. Und ich finde halt diesen Effekt ganz toll, wenn man das aufmacht. Das ist jetzt übrigens auch für einen jungen Mann wieder als Idee, kann man aber genauso gut als Mädchen verschenken. Hat man hier eben dieses süße kleine Kuvert, kann das rausnehmen oder man macht eben hier nur das Geld rein. Also das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich wollte euch das nur unbedingt zeigen, weil ich das eine total süße Idee finde und eigentlich auch ganz hübsch umgesetzt. Mir gefallen die Farben sehr gut und ja, vielleicht ist das was für euch und jetzt geht's weiter mit dem restlichen Video sozusagen. Okay, das war's jetzt heute von mir. Das sind meine Ideen für die Kommunion. Einmal für einen Jungen, einmal für ein Mädchen, einmal in Kreuzform, einmal nochmal für ein Mädchen in einer anderen Form. Einfach so ein bisschen Ideengebung und ihr könnt es natürlich dann so umbauen, wie das für euch am besten passt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos anschauen wollt, dann könnt ihr den Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Drückt dabei einfach nur auf diese kleine Glocke, dann werdet ihr auch immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und für alle, die für die Kommunion basteln, ach ja, eine Sache noch, ihr könnt natürlich das auch als Glückwunschkarte zur Kommunion machen. Ihr müsst ja nicht Einladung draufschreiben, sondern ihr könnt ja auch Glückwunsch zur Kommunion oder sowas draufschreiben. Für alle, die eine Kommunion feiern, wünsche ich viel Spaß bei der Feier und alle, die eingeladen sind, natürlich auch. Und ganz viel Spaß auf den Kommunionskindern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!